Liebe Zuschauer, 2016 ist noch nicht ganz vorbei, aber war auf jeden Fall ein bewegtes Börsenjahr. Was hat die Märkte besonders bewegt? Darüber rede ich jetzt hier auf der World of Trading mit Christian Kämmerer von JFD Brokers. Herr Kämmerer, schön, dass Sie jetzt bei der World of Trading hier bei mir im Interview sind. Ja, und ich habe es schon ein bisschen anklingen lassen, also hat man ja auch deutlich gemerkt, 2016 hatte ja einiges an Ereignissen zu bieten. Würden Sie sagen, die US-Wahl war das heftige Ereignis oder der Brexit oder beides? Ja, man möchte meinen, es war sogar beides. Im Grunde genommen, die Märkte waren ja in einem gewissen starren Modus bis zu den jeweiligen Events. Man muss aber auch zugeben, beide Events hatten ihren Überraschungseffekt. Also sowohl der Brexit, der ja gekommen ist, ist von vielen Marktteilnehmern so nicht erwartet worden. Also der Überraschungseffekt im negativen Sinne. Die Folgen, wenngleich langfristig gesehen, immer noch abgewogen werden müssen. Also man muss wirklich schauen, wie die Entwicklungen sind, denn die EU-Verträge laufen ja auch noch eine ganze Zeit. Das heißt, das ist ja keine Entscheidung, die sich jetzt unmittelbar auswirkt. Man sieht dennoch, dass das britische Pfund heftig unter die Räder geraten ist, anders als vielleicht erwartet bei dem Brexit. Letztlich ist es so gekommen und ja, zu den US-Wahlen kann man eigentlich nur sagen, der Trump-Effekt schlug sich auch überraschend nieder. Dass der Dollar jetzt unlängst so eine Stärke erfuhr, war auch nicht anzunehmen. Man darf aber erwarten, die Volatilität, die wir sowohl beim Brexit gesehen haben, als auch beim US-Wahlausgang, wird sich wohl ins Jahr 2017 ein Stück weit transportieren. Man muss schon sagen, 2016 war so ein Jahr der abwartenden Haltung. Ich denke, es wird nicht so bleiben. Ich denke, die Volatilitäten werden anziehen, so wie wir es zu den Events gesehen haben. Ich glaube, 2017 wird da unabhängig dessen der Entscheidungen, die noch nicht ganz klar sind, was jetzt in Trump, in seines Stabes, was da alles noch folgt, letztlich entschieden werden wird, wird es Schwankungen geben, die natürlich für die Brokerindustrie sehr interessant sind, aber auch für die Trader, weil wir brauchen letztlich Bewegung am Markt, um partizipieren zu können. Haben wir keine Bewegung, und das haben wir auch bei uns selbst gemerkt, wenn die Märkte in Seitwärtsphasen laufen, dann hat der Trader, der Anleger seine Schwierigkeiten. Und gibt es Bewegung, gibt es Volatilität, dann ist das genau das, was wir suchen. Und ich denke, 2017 wird dann noch überraschender. Also noch überraschender als 2016. Ja, was raten Sie dann aber jetzt Anlegern? Wie können die sich dann, wie können Anleger, wie können Trader sich positionieren? Worauf sollten die quasi schon mal achten für 2017? Ich denke, jeder Trader ist natürlich auch selbst gefragt, was will er traden, was kann er traden, welche Möglichkeiten hat er überhaupt zu handeln. Da ist es natürlich so, dass man auch hier aufgrund der Niedrigzinsphase natürlich nach Alternativen sucht. Und wir zum Beispiel bei JFD Brokers sind nicht nur ein reiner Broker, sondern wir haben auch eine eigene Vermögensverwaltung und auch ein Prime Brokerage, wie es sich so schön nennt. Das heißt, wir haben neben dem Brokerage noch Systeme im Hintergrund, um auch unseren Kunden und neuen Kunden auch Möglichkeiten zu bieten, ihr Kapital zu differenzieren und auch zu sagen, okay, ich nehme Kapital, mit dem ich selbst arbeiten kann. Und da muss man sich unserer Meinung nach schon auf gestiegene Volatilitäten einstellen. Also es wird Bewegung geben, wo man partizipieren kann. Viele Anleger partizipieren dann aber dennoch in die falsche Richtung. Darum sagen wir, etwas Tradingkapital ist nie verkehrt, aber schaut auch mal, dass ihr euer Geld auch in, sag ich mal, Vermögensverwaltungs-Assets gibt, wo einfach das Geld professionell verwaltet wird. Und da fahren wir auch das Motto, wie wir auch sagen, ein Konto für alle Kunden, egal wie hoch die Einlage ist, 500 Euro Mindesteinzahlung oder 500.000 Euro, der Zugang zum Markt ist derselbe. Und genauso wollen wir es mit der Vermögensverwaltung auch handhaben in Zukunft, dass wir sagen, es gibt nicht so ein Limit des Einstiegs, sondern auch Kunden mit kleinerem Geld können den Anspruch haben, professionelle Vermögensverwaltung zu erfahren. Und ich denke, die Differenzierung ist da eigentlich so ein bisschen der Schlüssel, dass man sagt, das Geld den Profis geben, die auch in zinsschwachen Märkten oder zinsarmen Ertragsphasen sozusagen auch Geld aus den Märkten ziehen können, aber natürlich auch ein Stück weit Eigenanteil, um auch selber die Trading Skills mitzunehmen und sich natürlich im Markt zu bewegen. Für viele Marktteilnehmer ist es ja mehr Abenteuer als wirklich Geld verdienen. Sie suchen ja den Kick an den Märkten teilweise. Und leider Gottes, das ist ja die Erfahrung, geht es in der Masse der Fälle ja nach hinten los. Transparenz ist für Sie ein wichtiges Thema. Ja, genau. Transparenz ist etwas, mit dem wir uns als Broker auch auszeichnen, dahingehend, dass wir es anders machen als viele andere Broker. Das heißt, wir geben jedem Kunden die Möglichkeit, auch den einzelnen Trade zu verfolgen. Das heißt, man hört solche Wörter wie DMA, Direct Market Access, also direkter Marktzugang. Das wird viel publiziert, aber wird es auch gemacht. Und bei der Transparenz ist es bei uns so, dass wir zum Beispiel dem Kunden anbieten, einen Post-Trade Execution Report zu erhalten. Das heißt, der Trader kann einzelne Trades von der Ausführung oder Aufgabe bis zur Ausführung nachverfolgen lassen, um dann unterm Strich festzustellen, wo wurde ich ausgeführt, wer hat mich ausgeführt, zu welchem Zeitpunkt gab es positive, negative Slippage. Der Kunde hat halt volle Transparenz auf seinen Trade. Und das ist was wir in der Branche anders machen als viele andere.
Weil man hört solche Wörter wie Market Making oder B-Booking, dass die Orders nicht an den Markt gehen, sondern in-house gehandelt werden. Und das findet bei uns nicht statt, weil wir dürfen es auch gar nicht. Wir haben keine Market Maker-Lizenz, sondern wir sind verpflichtet zu dem Agenturmodell, sozusagen, ich sage immer wieder Postbote, eine Schnittstelle zu sein zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer. Das Einzige, was wir haben, ist die Handelskommission, wie die Briefmarke auf der Postkarte praktisch. Und wir stellen die Verbindung her und das ist das, woran wir partizipieren, aber auch eben beweisen können, dass wir nicht irgendwo dazwischen stehen oder die Trades in dieses eigene Buch nehmen. Kämmerer, vielen herzlichen Dank fürs Interview. Hat mich gefreut, Dankeschön. Soweit Christian Kämmerer hier von JFD Brokers mit einem kurzen Rückblick und auch einmal ganz klar ein Statement noch zum Thema Transparenz.